Hi zusammen, mein Name ist Sebastian Gossmann-Jonigkeit, ich bin Tierarzt und ich zeige euch heute auf YouTube, was bei euren Hunden an Lebensmitteln gefährlich ist und woran die tatsächlich sterben können, wo Lebensgefahr besteht. Das erste Lebensmittel, auf das ihr wirklich aufpassen müsst, ist Schokolade. Schokolade und der darin enthaltene Kakao. Denn Schokolade enthält Theobromin. Theobromin macht uns glücklich, wir machen das, wir essen es gerne, auch in großen Mengen. Für Hunde ist es absolut tödlich. Bitte haltet Schokolade von euren Hunden fern, denn die bauen es sehr langsam ab und zeigen Hyperaktivität. Das heißt, sie werden unruhig, sie können speicheln, das Herz fängt unglaublich an zu schlagen. Und deswegen gibt es auch verschiedene Sorten von Schokolade, die je dunkler sie ist, immer gefährlicher wird. Zum Beispiel helle Schokolade, schmeckt super lecker und da ist das Potenzial an Vergiftungen sehr, sehr gering. Dunkle Schokolade hingegen, je dunkler, desto gefährlicher. Passt bitte darauf auf. Das ist sehr, sehr gefährlich, gerade in der Ost- und Weihnachtszeit. Das zweite, auf das ihr aufpassen müsst, sind Weintrauben. Weintrauben und Rosinen kennt jeder von euch, sind lecker, essen wir viel und gerne, sind nichts für einen Hund. Der Mechanismus ist nicht ganz klar, aber es verursacht Nierenversagen bei Hunden und zwar schon in kleinen Mengen. Das bedeutet, Rosinen sind gefährlicher, weil die Hunde noch mehr davon essen können. Sie sind zuckersüß und der Giftstoff ist höher konzentriert. Deshalb bitte fixt eure Hunde nicht an, gebt denen einfach keine, dann wissen sie auch nicht, dass man es essen kann. Das dritte Lebensmittel, auf das ihr aufpassen müsst, sind Avocados. Avocados, die Früchte, kennt jeder, sind sehr lecker, aber nicht für Hunde geeignet, weil das Persin, das ist der Wirkstoff, der in den Avocados enthalten ist, verursacht bei Hunden Muskelschäden, Herzmuskelschäden. Kann tödlich verlaufen, besonders hoch ist das Persin im Kern. Deshalb bitte euren Hunden nicht zeigen, dass man die Dinger essen kann, denn die spielen damit auch gerne, können die auch runterschlucken. Lasst es sein, gebt es ihnen nicht. Das vierte Lebensmittel, auf das ihr aufpassen müsst, ist rohes Schweinefleisch. Rohes Schweinefleisch ist für Hunde absolut tabu. Denn rohes Schweinefleisch kann Viren enthalten, und zwar Herpesviren vom Schwein. Das Schwein erkrankt nicht, aber die Hunde versterben daran. Bei Hunden nennt sich das aujestische Krankheit. Sie verläuft tödlich binnen 2 bis 3 Tagen, nachdem die Hunde sich zu Tode kratzen, zu Tode jucken und sich die Pfoten aufessen. Wenn ihr Schweinfleisch unbedingt füttern müsst und wollt, dann bitte wirklich hoch erhitzt, über mindestens 60 Grad Celsius, niemals roh. Die fünfte Gruppe sind die Zwiebelgewächse. Zwiebelgewächse in Form von Küchenzwiebel und Knoblauch. Beides nicht für Hunde geeignet, denn die Stoffe, die da drin enthalten sind, schädigen die roten Blutkörperchen. Das heißt, die Hunde können zum Beispiel weiße Schleimhäute zeigen, sie können dunkel gefärbten Urin zeigen. Beides sind es wirklich Warnanzeichen. Auch wenn die Dosis das Gift macht, sie haben im Hund nichts verloren. Denn nur weil er keine Symptome mehr bemerkt, kann trotzdem was drin sein. Also sprich, die Körperchen können schon zerstört sein. Übrigens nur so am Rande, Knoblauch ist für Hunde absolut schädlich. Es wirkt weder gegen Vampire, noch gegen Zecken, noch gegen Flöhe. Die sechste Gruppe ist das Steinobst. Steinobst zum Beispiel Pfirsiche, Aprikosen und Pflaumen. Pflaumen sind lecker, Pflaumen haben auch einen Stein. Auf diesen Stein kauen die Hunde ganz gerne rum. Das Problem ist, da drin ist Blausäure enthalten in Form von Amygdalin und Prunasin. Und das ist ein Zellgift, führt zum Stopp der Zellatmung und ist hochtoxisch. Die Tiere können speicheln, erbrechen, die riechen so aus dem Mund nach so bittersüßer Mandel. Das heißt, bitte gebt euren Hunden keine Pfirsiche und keine anderen Steinobstsorten, denn die können nicht differenzieren zwischen dem Fleisch und dem Kern. Außerdem der Kern runtergeschluckt kann auch noch einen Darmverschluss verursachen. Die siebte Gruppe bildet der Alkohol. Der Alkohol kann enthalten sein in Form von Getränken, als auch in Schnapspralinen. Mögen wir Menschen, mögen die Hunde auch, weil es schön süß ist, aber es führt bei Hunden wie bei uns Menschen, es ist ein Zellgift und führt zum Leberversagen. Hunde können es sehr langsam verstoffwechseln und abbauen und dadurch hält es bei ihnen deutlich länger an. Hinzu kommt, bei den Pralinen ist es so, dass dort Alkohol plus Schokolade aufeinandertreffen und dadurch die Symptomatik noch deutlich verschlimmert werden kann. Deswegen nicht in die Hunde. Das ist übrigens Gruppe 8. Gruppe 8 sind die Süßstoffe, und zwar Xylitol. Das ist Birkenzucker und ist für Hunde hochtödlich, denn das Xylitol führt dazu, dass bei dem Hund sehr schnell der Blutzuckerspiegel rapide absinkt und die Tiere tatsächlich in einen hypoglykämischen Schock verfallen und versterben. Des Weiteren ist er noch für die Leber toxisch und daher müsst ihr wirklich aufpassen, Kaugummis generell von Hunden fernhalten, weil ihr nicht wisst, wie hoch die Konzentration an Xylitol in den Kaugummis ist. Das ist übrigens Gruppe 9,
Das sind Kaffee- und Energy-Drinks, die enthalten Methylxanthin. Methylxanthin ist ein Stoff, der bei Hunden Bluthochdruck verursacht. Und das kann zu einer Rhythmusstörung führen und zum Herzversagen. Daher bitte euren Hunden, auch wenn es uns schön munter und fit macht, nicht dieses Zeug verabreichen. Ihr könnt die Liste noch problemlos erweitern. Es gibt ganz viele andere verschiedene Stoffe, die eurem Hund gefährlich werden können im Haushalt in Form von Lebensmitteln. Aber das sind die Hauptgefahren. Bitte füttert das Zeug nicht an eure Hunde. Verschließt es bitte am besten weg oder lagert es dort, wo der Hund nicht rankommen kann. Auch nicht durch die Hilfe von der Katze. Das bedeutet, wenn er was aufgenommen hat, bitte keine Panik. Ruft den Haustierarzt an, fahrt in die nächste Tierklinik, lasst ihn unterbrechen. Meistens machen die Hunde schon von sich aus das Richtige und erbrechen es von sich aus. Das heißt, der Hund eliminiert das Medikament oder in dem Fall die Lebensmittel, bevor sie in den Darm aufgenommen werden, weil dort findet die eigentliche Aufnahme des Stoffs in den Körper statt. Wenn es im Magen noch ist, kann das noch nach oben gebracht werden und alles wird gut. Ihr könnt uns abonnieren und auch Kommentare da lassen, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Seid so frei. Passt auf euch und auf eure Fellnasen auf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.